Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich das Insta-Web-Interface für die beiden Überwachungskameras, die 8415 2K und die 8403 2K. Bei der 8403 2K gibt es keine Motorsteuerung, die 8415 hat allerdings eine. Damit wir den Motor steuern können, gibt es hier unten vier Pfeile, damit kannst du ganz einfach per Klick die Kamera bewegen. Dann gibt es hier oben noch so ein verstecktes Icon, Position. Hier oben gibt es die Möglichkeit, Positionen abzuspeichern. Außerdem kannst du die Kamera horizontal und vertikal schwenken. Dann gibt es noch Tour und Tour heißt, er fährt mehrere Punkte an, zeitgesteuert und dann bewegt sich die Kamera immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf horizontal klicke, dann bewegt sie sich automatisch horizontal hin und her, Stopp, und ich springe wieder zu Punkt 1, dann springt sie wieder genau an diese Position. Rechts gibt es hier verschiedene Icons. Ich kann den Videostream stoppen oder eben auch wieder starten. Dann kann ich hier die Lautstärke verändern, Vollbild machen, Cloud und so weiter. Diese Icons hier, die kann man konfigurieren. Das zeige ich dir gleich noch. Ein weiter wichtiger Punkt hier auf der Startseite ist hier oben SD-Karte. Da kann ich auf die Aufnahmen zugreifen. Da klicke ich einfach hier das Verzeichnis an, gehe auf Record und dann zeigt er mir hier den Inhalt des Verzeichnisses an. Ich kann jetzt hier alle Dateien markieren oder eben nur einzelne, wenn ich das möchte. Und dann kann ich die einfach hier über Auswahl speichern herunterladen. Jetzt kommen wir zu den Haupteinstellungen. Die befinden sich hier links oben. Da klicke ich mal drauf. Dann haben wir hier ein Menü, das links ausfährt. Zuerst mal gibt es hier Netzwerk. Da haben wir die IP-Konfiguration. Da kannst du eben die IP-Adresse und den DNS-Server und die Ports festlegen. Ich werde das jetzt im Schnelldurchgang machen, denn bei jeder dieser Fenster gibt es hier oben ein Fragezeichen. Da kannst du die Hilfe aufrufen und die ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Hier ist alles sehr gut beschrieben. Die Dokumentation ist echt unschlagbar gut. Nächster Punkt, ein TLS-Zertifikat kannst du hier hochladen. Außerdem ein CA-Zertifikat. Kommen wir zu den WLAN-Einstellungen. Du kannst hier natürlich auswählen, welches WLAN du verbinden möchtest und gibst hier einfach die Daten ein. Fernzugriff ist hier auch möglich. Außerdem kannst du hier noch eine DynDNS einschalten, wenn du die benutzen möchtest. Da gibt es hier vier Dienste, die zur Verfügung stehen. Die Kamera ist OnWiff-fähig und hat auch einen RTSP-Stream. Bei OnWiff können wir hier die verschiedenen Ports ändern, wenn wir möchten. Mach das nur, wenn du genau weißt, was du tust und du kannst es auch komplett deaktivieren. Der RTSP-Stream, die Option ist hier direkt darunter. Auch hier können wir das deaktivieren komplett oder den Port ändern. Wann brauchst du jetzt OnWiff oder RTSP? Das ist ganz einfach. Wenn du diese Kamera in einem NAS zum Beispiel nutzen möchtest oder in einer Drittanbieter-Software, genau dann brauchst du OnWiff von RTSP. Weitere Infos zu dem Thema findest du in der Videobeschreibung. Nächster Punkt, Multimedia. Da haben wir erstmal Audio und da kann ich hier sagen, Kamera Audio verwenden, dann zeichnet der eben Audio auf. Ich kann die Mikrofonempfindlichkeit verändern. Außerdem kann ich den Lautsprecher ein- und ausschalten und auch die Lautstärke verändern. Zudem gibt es eine Rauschunterdrückung und auch die kann ich hier überall konfigurieren. Die Videoeinstellung, das ist eine wichtige Position und zwar gibt es hier verschiedene Auflösungen. 1440p Maximum, 1080p 720 und die kann ich hier alle konfigurieren in der Videokompression. Ich kann hier die Bitrate verändern, die Codierung auch. Das geht hier auch, die 264er und 265er Codex und ich kann auch den Keyframe-Intervall verändern. Außerdem kann ich hier noch das Video für die Web-Oberfläche verändern und das ist das Video, was du hier im Hintergrund die ganze Zeit siehst. Da musst du aber aufpassen, je nach Betriebssystem, also wenn du jetzt hier auf H264 gehst, dann kann es sein, dass du spezielle Codex installieren musst. Bei MJPEG, das klappt halt überall, auch unter Linux, Windows, Apple und so weiter. Die Bildeinstellungen sind auch eine wichtige Option und da ist es hier so, du kannst hier einfach Standardeinstellungen laden oder eben Voreinstellungen, WDR zum Beispiel, Bildmodus, Tag, Nacht und so weiter. Übernimmst das dann und dann passt dir das Bild hier dementsprechend an, das hast du gerade gesehen im Hintergrund. Das tue ich jetzt mal wieder zurücksetzen und dann ändert sich auch direkt hier wieder die Helligkeit. Außerdem kannst du den Farbton, Sättigung und hier alles verändern, spiegeln lässt sich das Bild natürlich auch. Erweiterte Optionen gibt es auch, da kannst du dann WDR einschalten, Flimmerunterdrückung und kannst dir alles bis ins Detail einstellen. Ist bei einer Überwachungskamera wirklich selten, Insta ist da schon der Hammer, was hier an Konfigurationsmöglichkeiten sind. Dann gibt es hier oben noch diesen orangen Knopf, dann kannst du sagen, am Tag und bei Nacht will ich die Bildeinstellung ändern. Auch das ist besonders selten, habe ich bisher noch nirgendwo anders gesehen. Nachts heißt einfach, wenn er dann eben per Infrarotlicht aufzeichnet. Bildoverlays, es ist so, du kannst im Bild hier den Kameranamen einblenden, oben links, du kannst auch aussuchen, eben wo der sein soll und kannst einen Zeitstempel einblenden oder nicht. Dann gibt es hier Privatsphäre. Damit kannst du Bereiche ausschwärzen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen Bereich hast, wo halt keiner sehen soll, dann gehst du einfach hin und aktivierst so einen Bereich über diesen Knopf hier unten. Dann kannst du den hier bewegen, aufziehen und dann ist nachher dieser Bildbereich hier im Bild, wenn es eine Aufnahme gibt, komplett schwarz. Wie du hier unten siehst, gibt es insgesamt 8 Bereiche und du kannst die auch farblich markieren. Die Features. Erstmal E-Mail. Du kannst dir eine E-Mail senden lassen beim Alarm. Ist ein bisschen veraltet. Die Push-Nachrichten, die sind natürlich deutlich angenehmer, schneller und zuverlässiger. Du kannst auch einen FTP benutzen und quasi Bilder auf einen FTP hochladen. Das ist ein bisschen eine erweiterte Einstellung für Leute, die sich besser auskennen.
ist aber auch möglich. Dann kommen wir zur Infrarot-Nachtsicht. Da ist das Bild dann schwarz-weiß und die Kamera, da sieht man eben rote Lichter um die Kamera und da kannst du hier wirklich auch wieder alles automatisch lassen, empfehle ich dir zuerst mal. Oder du machst das alles nach einem festen Zeitplan und kannst das hier auch wieder alles einstellen bis ins Detail. Pan und Tilt, das ist die Motorsteuerung, Schwenken und Neigen. Da kannst du hier zum Beispiel was einstellen und zwar kein Alarm durch die Steuerung. Es ist nämlich so, viele Kameras lösen Alarm aus, wenn du sie bewegst. Das ist natürlich ziemlich blöd. Hier kannst du das aber verhindern. Außerdem kannst du hier noch die Steuerung umkonfigurieren. Eine wichtige Option ist hier auch die Parkposition. Das ist nämlich so, du kannst die Kamera natürlich bewegen. Wenn ich die jetzt gegen die Wand bewege und das dann vergesse, bleibt die dann da und nimmt nichts mehr auf. Das kann ich hier verhindern. Ich gehe einfach hin, wähle die Parkposition aus, die ich natürlich vorher festgesetzt habe und sage dann, nach einer Minute soll der immer wieder dahin zurückkehren. Jetzt kommt die PTZ-Tour. Das ist die Tour durch die Motorsteuerung. Und da kannst du sagen, Anfahrtswiederholung, wie oft soll er das hier anfahren? Und dann kann ich sagen, anzufahrende Position und Verweildauer. Da wähle ich dann eine Position aus. Da kannst du auch mehrere Positionen anwählen und sagen, er fährt dahin und bleibt dann da von mir aus 720 Minuten, also irgendwas zwischen einer Minute und 720 Minuten. So kannst du die Kamera quasi auf eine Tour bringen und dann fährt die einfach verschiedene Positionen im Patrouillenmodus ab. Die Option für die SD-Karte, klar, da kannst du einstellen, dass er im Loop aufnimmt. Das heißt, alte Aufnahmen zugunsten neuer entfernen, äußerst wichtig. Und du kannst auch sagen, nur zu einer gewissen Dauer speichern und sagen, okay, nach 10 Tagen löscht er die von allein. Datenschutz und so weiter ist eine nützliche Funktion. Außerdem kann ich hier die SD-Karte direkt öffnen, das habe ich vorhin gezeigt, auswerfen, formatieren und einbinden. Die Kamera hat auch eine Status-LED vorne, die sieht man bei Nacht, die kann ich, wenn ich das möchte, aber ausschalten. Die Alarmoption, das ist auch sehr wichtig, da gibt es hier erstmal verschiedene Aktionen. Alarmauslöser, das heißt, wodurch wird halt eine Aktion ausgelöst. Alarm erstmal aktivieren, dann kann ich das über den PER-Sensor machen. Den Alarm quasi, der erkennt der Bewegung, warme, sich bewegende Objekte. Dann kann ich das Ganze noch mit einem Bereich koppeln. Das mit den Bereichen zeige ich dir gleich noch. Dann kann ich den Alarmeingang aktivieren. Den hat die nämlich, wenn ich das möchte. Auch wieder eine erweiterte Expertenoption. Dann kann ich einen Alarm nach Geräuscherfassung machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen leisen Raum überwache und es gibt hier plötzlich ein Geräusch, zack, dann kann ich einen Alarm auch aktivieren und die Geräuschdauer hier auch festlegen. Dann gibt es noch Objekterkennung. Das heißt, wenn ich die aktiviere, kann ich hier Personen nur erkennen oder Fahrzeuge oder Tiere. Wenn ich das deaktiviere, dann ist das komplett weg. Das sind die Alarmauslöser. Es gibt aber Aktionen. Das heißt, wie reagiert die Kamera auf so eine Aktion? Da kann ich das Video auf SD speichern, auf den FTP. Ich kann es an die Cloud senden. Die Videoauflösung kann ich hier auch noch verändern. Dann kann ich die Länge des Alarmvideos festlegen. Die Voraufzeichnungszeit hier ist eine Besonderheit. Da zeichnet die Kamera auf, bevor sie die Bewegung erkennt. Das heißt, ich kann hier sagen, aus dem Pufferspeicher ziehe die 10 Sekunden raus und dann habe ich eben das Videobild so, dass ich direkt sehe, wenn jemand ins Bild reintritt. Das heißt, er kann auch nicht schnell vorbeirennen. Ich kann eine E-Mail an mich senden, ich kann hier eine Alarmsirene ausgeben und dann kann ich hier noch den Alarmausgang aktivieren, also das Relay hinten, das ist dieser grüne Anschluss und auch das kann ich hier konfigurieren. Dann kann ich ein Bild auf die SD speichern natürlich, ich kann das auf den FTP hochladen und dann kann ich hier auch noch direkt zu den erweiterten Bildeinstellungen springen. Und dann kann ich hier nochmal einstellen, wie viele Bilder, welche Bildauflösung, Speicherungsintervall, Uploadintervall und den E-Mail-Intervall. Ihr seht schon, das ist wirklich umfangreich. Da kann man eigentlich alles, was er möchte, einspeisen. Außerdem hat er jetzt noch eine Warnung gegeben. Ich habe hier noch keine FTP-Daten eingetragen. Deswegen warnt er mich jetzt, dass ich das nicht gemacht habe und zeigt mir direkt den Menülink, wo ich das eintragen müsste. Jetzt kommen wir zu den Bereichen, die ich gerade erwähnt habe. Du kannst hier verschiedene Bewegungsbereiche definieren, die dann eben auf Bewegung reagieren. Und dann kann ich auch noch die Sensitivität dieser Bereiche verändern oder ich kann sie halt auch deaktivieren. Das ist auch äußerst nützlich, um das Ganze nochmal zuverlässiger zu machen und die Alarme nochmal mit dem PER zu koppeln. Und in diesen Bereichen, dann wird das Ganze halt sehr, sehr zuverlässig. Es gibt dann deutlich oder so gut wie kaum Fehlalarme. Nächster Punkt, Objekterkennung. Das hatten wir gerade schon gesehen. Und zwar geht es da um Personen, Fahrzeuge und Haustiere. Ich habe jetzt mal Personen aktiviert und dann sehen wir hier die Größenbox und den Übereinstimmungswert. Das heißt, der Übereinstimmungswert, das ist die Schwelle, wo er dann sagt, ja, okay, das ist ein Mensch. Wenn du da Fehleinschätzungen hast, kannst du das halt auch verändern hier. Dann kann ich die Größenbox hier auch noch konfigurieren, wo eben die Größe, die maximal minimale Größe einer Person dann erkannt wird. Damit musst du auch rumspielen und ich empfehle dir Folgendes. Wenn du mit diesen Alarmoptionen rumspielst, tu nicht gleich alles kombinieren. Also nicht gleich den PER mit dem Bereich und dies und das, sondern probier erst einzelne Optionen aus, zum Beispiel die Menschenerkennung und danach prüfst du dann, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann machst du weiter. Das so als wichtigen Tipp hier. Und hier lege ich also die minimale und maximale Größe für die Personenerkennung fest. Beim Haustier dagegen würde ich das deutlich kleiner machen. Und ist ja klar, ein Hund ist nicht so groß wie ein Mensch.
und dann wird das dementsprechend hier eben eingestellt. Zeitpläne, du kannst hier die ganzen Aufnahmen mit einem Zeitplan steuern. Über diese Tabelle hier kannst du einfach alles anklicken. Du kannst auch Vorlagen hier oben benutzen. Und dann kannst du auch noch die Bereiche, die wir soeben gesehen haben, die kann ich ja auch noch nach Uhrzeiten mit dazu schalten. Also 1 und 2 und 3 und 4. Push-Nachrichten gibt es hier natürlich auch aufs Handy. Das ist auch das, was ich dir hier empfehle zu nutzen. Nächster Punkt, Aufgaben. Es ist möglich, Fotoserien zu erstellen. Dann erstellt die Kamera zum Beispiel im Zeitintervall von, das kann ich hier verändern, 10 Sekunden ein Foto, macht das auf die SD-Karte. Allerdings geht das auch per E-Mail oder für den FTP. Bei dem FTP ist es halt besonders interessant, weil wenn du zum Beispiel so eine Art Webcam machen willst, mit die sich alle 30 Sekunden aktualisiert, dann kannst du das halt benutzen, auf deinen Webserver hochladen und das Bild dann auf der Homepage anzeigen. All dies kann ich auch wieder nach einem Zeitplan steuern, indem ich hier eine Auswahl treffe. Videoaufnahmen, die Kamera zeigt natürlich Video auf, da kann ich hier die Auflösung auswählen und ich kann hier Daueraufnahmen auf die SD speichern, wenn ich das möchte. Das habe ich für meinen Test jetzt aktiviert. Und ich kann auch einstellen, dass er alle 15 Sekunden oder alle bis 900 Sekunden eine neue Datei beginnt. Systemeinstellungen, klar, sind wichtig. Das sind so Einstellungen, wo man eben sieht, Kapazität und so weiter. Wie sieht es mit dem Netzwerk aus? Was gibt es hier für Download, Bedienungsanleitungen und so weiter? Dann kann ich Benutzer anlegen. Admin ist mein Hauptaccount, dann gibt es hier zum Beispiel einen Operator, da kann ich verschiedene Einstellungen machen und den User-Level, da kann man eben Guest, Operator, Admin auswählen. Also Guest, der kann nur gucken, der Admin kann halt alles in der Operator, der kann halt die Kamera auch steuern. Aber auch hierzu gibt es wieder hier eine optimale Anleitung, wo das alles hier erklärt wird. Nächster Punkt, mein Konto, klar, mein Admin-Konto, das ist nicht so wichtig. Dann gibt es hier noch das Web-UI, das habe ich euch vorhin gesagt. Also erstmal kannst du hier das Ganze, wenn du das zu hell findest, in den Dark-Mode machen. Das mache ich jetzt mal kurz oder automatisch. Dann wird es hier im Hintergrund dunkel, hast du gerade gesehen. Wenn du das automatisch machst, dann wechselt er das halt, je nachdem, ob Tag oder Nacht ist. Das deaktiviere ich jetzt auch mal wieder kurz. Und dann haben wir noch eine digitale Zoom-Steuerung. Das macht jetzt eigentlich keinen so Sinn. Da kann man halt digital ranzoomen. Das ist jetzt digital Zoom eben. Wenn du da mehr wissen willst, schau unten in die Videobeschreibung. Da habe ich einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Jetzt kommen wir zu den Ereignissen, die ich dir vorhin gezeigt habe. Und da kann ich hier hingehen und sagen, die Cloud, die brauche ich nicht. Das mache ich dahin. Ich will aber hier die Tour haben. Dann nehme ich einfach das Ganze, drop das hier hin, Sprache brauche ich jetzt auch nicht. Ich möchte hier bitte das Relay haben, dann habe ich den Relay-Knopf, gehe ich auf Übernehmen. Wenn ich jetzt die Einstellung zumache, dann sehe ich eben die Knöpfe hier. Zurück in die Einstellung und dann Datum und Uhrzeit. Klar, die sollte korrekt eingestellt werden, das kann die aber auch automatisch über einen NTP-Server. Dann die Sprache, du kannst die Sprache ändern, ich habe halt Deutsch, das hier ist aber alles verfügbar, also es geht auch Englisch und so weiter. Systemlogbuch, da kannst du gucken, was hier passiert ist, wurde eine Person erfasst, wird eine Aufnahme gespeichert, die kannst du ja auch direkt aufrufen und das halt eine Übersicht. Das Logbuch kannst du hier oben auch, wenn du möchtest, runterladen. Firmware-Update, klar, das kann man machen. Hier ist momentan alles aktuell. Backup und Restore, du kannst die Einstellungen backuppen und wieder in die Kamera laden. Neu starten kannst du die Kamera auch, wenn du möchtest. Jetzt direkt neu starten oder du machst einen automatischen Start, Neustart jeden Tag. Das kannst du ja auch nach einem Zeitplan also machen zu einer festen Uhrzeit. Dann gibt es hier noch ein Werkzeugset, um die Kamera zurückzusetzen und eine Cloud. Also bei der Cloud ist es so, die ist recht fair. Ist in Deutschland, da kannst du, wenn du möchtest, einfach mal hier die Infos abrufen, cloud.insta und dann weißt du Bescheid, was die so kostet. Nächster Punkt, Smart Home, das ist auch ein wichtiger Punkt für viele, da gibt es erstmal den Alarm-Server und das ist eher so ein bisschen eine Expertenfunktion, da kannst du quasi über Get-Kommandos die Kamera hier ansteuern. Wenn du dich also da gut auskennst, ist eine gute Anlaufstelle hier das Fragezeichen Test des Alarmservers. Da gibt es bei Insta selbst nämlich eine Demonstration. Nächster Punkt, Alexa-Integration gibt es hier natürlich. Nächster Punkt, es gibt natürlich eine Alexa-Integration. Außerdem gibt es eine Integration für Google Home. Und HomeKit ist auch möglich. Und dann gibt es noch IFTTT. Wenn du nicht weißt, was das ist, auch hier wieder habe ich ein Video gemacht und einen Artikel, Link unten in der Videobeschreibung. Und dann gibt es auch noch MQTTT, das ist auch so ein Automatisierungsdienst. Das siehst du hier, da kannst du hier das einstellen, alles, die Optionen hier. Und da muss ich zugeben, das habe ich selber noch nie benutzt. Zu guter Letzt gibt es noch Insta, die Dokumentation und alles hier unten. Und das war es auch schon vom Webinterface. Den Digitalzoom, den ich übrigens aktiviert habe, den siehst du jetzt rechts unten in der Ecke, da zeige ich das mal kurz. Das kann ich hier eben digital ins Bild reinzoomen. Also das Bild wird dadurch nicht besser. Es ist digital Zoom und wird eben nur digital vergrößert. Das war's von mir. Wenn du jetzt noch weitere Informationen suchst oder ausführliche Testberichte, zum Beispiel zu dieser Kamera, dann schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei oder unter folgender Adresse, die ich kurz einblenden werde. Ich bin raus und ciao.